Sie kennen die Geschichten, ne? Dicke Mutti, 30, mit Tochter, 16, ebenfalls übergewichtig, schwanger, zum zweiten Mal. Will nicht mehr zur Schule gehen, die Tochter. Mutter versucht sie anzutreiben. Mutter ist kein Vorbild, da, selbst arbeitslos. Viele zu Hause sagen jetzt, 2 bis 1, die Sendung, Papi, wo ich mich identifiziere mit. Das ist richtig was für uns, fürs Herz. Michi, du musst morgen zur Schule gehen. Hör auf, am Fenster zu rauchen. Es sind Sommerferien. Ich rauche nicht, ich kiffe. Entschuldigung, so, ja. Okay, liebe Zuschauer, Sie rufen uns an, Sie geben uns was mit auf den Weg. Denken Sie sich eine nette Geschichte für Scripted Reality aus, vielleicht auch für unsere beiden sympathischen Herren hier drüben, Tim und Oliver? Oliver. Ja. Oh, ich bin schwanger. Ah, oh ja. Ich hol die 1,5 Liter Flasche Korn, da stoßen wir an, da kannst du das Bein mal richtig zum Zammeln bringen. Das Kind ist nicht von dir. Was? Ja. Was, du Schwein, ich hol eins. Nein, du entsetzt weichst du zurück. Oi. Du willst gerade deine Hand ausholen. Oi. Als Jennifer mit fester Stimme entgegensetzt, es ist von deinem Sohn. Ah! Ich wusste ja nicht, dass Kai Dieter schon kann. Pass auf, jetzt muss Kai Dieter und die Polizisten. Achso, Kai Dieter und die Polizisten? Nein, wir müssen uns aber umdrehen. Achso, ja, okay. Die Wachmänner verlieren keine Sekunde und werfen sich auf Kai Dieter. Warte mit dir, du Schwein! So, ja, okay. Was kommt dann? Was ist denn hier los? Ja, so jetzt. Ihr Sohn hat gegenüber von der Polizeiwache Kaugummis gestohlen. Herr Babatzinski ist äußerst empört. Er liebt Kaugummis. Der letzte Kaugummi war entnommen und Herr Babatzinski konnte seinen Lieblingsgeschmack nicht mehr erhalten. Deswegen geht er jetzt in den Knast. Jetzt musst du weinen.